Hallöchen Freunde und willkommen zu einem neuen Part Rayman Legends und wir spielen heute mit dem Ninja Kleinling. Dieser Kleinling steht auf Kampfkunst, Kung Fu und all den Kram. Sein Ziel ist es, seine Mitkleinlinge zu stehlen, damit sie demnächst nicht mehr gefangen werden. Ein glorreiches Ziel. Mal gucken, ob wir es mit dem schaffen, ordentlich siegreich zu sein in den heutigen Leveln. Eine neue Aufnahmesession beginnt für mich. Ich plane 4 Videos aufzunehmen. Dann habe ich wieder mal gut gearbeitet. Oder hier gezockt zumindest. So, back to Origins. So ganz viele Kleinlinge fehlen ja auch gar nicht mehr. Ihr seht oben, 635 von 700 haben wir bereits. Und auch hier im Sea of Serendipity sind wir schon ziemlich gut unterwegs. Ich glaube teilweise, ja, hier fehlt uns zum Beispiel was, da fehlt uns was. Also da muss ich nochmal wiederkehren. Aber jetzt zocken wir erstmal die Stage in den Abgrund und das wird wieder eine Truhenverfolgung, wo es nur darum geht, 3 Kleinlinge einzusacken. Schaffen wir doch easy, glaube ich, oder? Vor allem jetzt, wo wir selber als Kleinling unterwegs sind, sollte das gar kein Problem sein, diese Truhe einzusacken. Bis jetzt muss ich sagen, dass... Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht faile. Bis jetzt muss ich sagen, dass mir die Origins Level hier wesentlich leichter vorkommen als die Legends Level. Aber das kann sich ja alles noch schlagartig ändern. Und das hier sieht schon gar nicht mal so leicht aus. Ich bin begeistert, wie ich mich hier anstelle gerade. Wer hätte das gedacht, dass ich so hier die Kacke rocke gerade. Und nur um so eine dumme Truhe zu verfolgen, mache ich das. Schön durch die Dinger hier, nicht von den Pieksern treffen lassen, denn das ist schmerzhaft. Keiner mag Spritzen und sonstige scharfe Gegenstände. Ah, die Truhe besiegt die Gegner für uns, das ist ja auch nett. Ich sehe nichts. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Ich sehe doch nichts. Wo muss ich lang? Aua, shit. Hä, warum bin ich sofort gestorben? Hatte ich keinen Trank? Oh Mann, es sah so gut aus. Und dann auf einmal ist alles vorbei. Das ist ja ein Dreck gewesen. Schade, aber auch nur, weil es so dunkel war, ne? Also ich würde sagen, ich habe gar nicht mal so unfassbar schlecht gezockt. Aber natürlich gibt es immer noch Potenzial, sich zu verbessern. Und jetzt wird es bestimmt auch besser als eben. Probieren wir unser Glück. Mhm. Der Kleinling gehört auf jeden Fall schon mal wieder uns. Das ist eine feine Sache. Und ab geht's in die wässrigen Gefilde dieser Stage. Ich kann mal häufiger diese Schraube machen, bin ich ein bisschen flotter unterwegs und kann der Truhe eher am Hintern kleben. Außerdem macht's Spaß, sich so zu drehen. Muss nur aufpassen, dass man nicht wahnsinnig wird. So, schnell durch. Jetzt wird's nämlich wieder dunkel und das ist Kacke. Sobald ich einmal getroffen werde, ist Schluss im Bus. Nicht geil. Absolut nicht geil. Hier bin ich eben gestorben. Oh. Hier ist ein Kleinling, den hätte ich gerne. Dankeschön. Okay. Das ist gefährlich hier. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Hilfe. Hilfe. Okay, hier ist wieder ein bisschen Leuchtezone. Habe ich es geschafft? Ist es vorbei? Wow. Im zweiten Versuch. Die Stage war anspruchsvoll. Vor allem da, wo es dunkel wurde, da musste man sich ja so ein bisschen auf seinen Instinkt verlassen, weil man nicht viel sehen konnte. Aber das hat so Dunkelheit an sich. Na gut, war ja schon mal recht erfolgreich. 5 Minuten im Video gerade mal und schon die erste Stage zu 100% abgeschlossen. Also, alle Kleinlinge meine ich damit. Und dann öffnet sich tatsächlich die Boss-Stage, die jetzt auch tatsächlich mit 4 Totenköpfen ausgezeichnet ist. Das erste Mal. Muräne aus der Tiefe. Oh oh, 4 Totenköpfe. Vielleicht wird es jetzt echt mal eng. Und die Stage ist richtig brutal schwer. Wir versuchen unser Glück. Hier sind ganz viele Looms. Ganz viele. Soll ich die alle einsammeln? Aber das ist doch nur Zeitverschwendung. Das richtige Time Waste. Die Musik ist auch sehr idyllisch. Hier die Münze nehme ich mit. Die ist ja easy. Die ist einem geschenkt worden quasi.
Die Fische fliehen vor uns irgendwie, habe ich das Gefühl. Weiß gar nicht warum. Weil ich der Kung-Fu-Master bin. Oh nein, weil so ein hässliches Ding hier ist. Ich dachte, das liegt daran, weil ich der Kung-Fu-Master bin. Oh shit. Oh Mist, da wurde ich ja quetscht. Das war der letzte. Oh, guck mal, da oben habe ich ja direkt einen verpasst. Ey, gut, dass ich den eben eingesagt habe. Ansonsten hätte ich ihn ja jetzt komplett nicht mitgenommen. Aber das bedeutet, uns fehlte schon einer davor. Oder irre ich mich? Weiß ich nicht. Das weiß man nicht. Na gut. Trank haben wir wieder dabei. Bonusherz. Ich kann mich einmal treffen lassen, auch wenn ich es nicht hier direkt für diese lächerlichen Quallen vergeuden will. Oh, das... Was war das denn? So, jetzt werden wir wieder hier verfolgt von diesem hässlichen Murinenviech. Ich möchte nicht mit dem mich anlegen. Deswegen schnell weg! Oh. Alter, was für ein riesiges Teil das auch einfach ist, ne? Im Versuch eben wurden mir die Dimensionen von ihm gar nicht bewusst, aber jetzt weiß ich es natürlich. So, tauch mal ab hier. So, aber ist kein Problem, wir schaffen das jetzt. Zumindest werden wir weiterkommen als vorher. Den letzten kleinen Link bekommt man natürlich genau dann überreicht, wenn man die Stage beendet hat, oder nicht? Nee, ich glaube, das ist bei diesen hier gar nicht so. So, habe ich diesmal genug Zeit, hier wegzukommen. Ja, das sieht gut aus. So, schön am sicheren Land. So, okay. Alles im Lot hier, würde ich mal sagen. Sieht doch gut aus bis jetzt. Finde ich klasse. Aua, fuck. Fuck, nein. Wow, da sind zwei Murinen gewesen. Tauch mal schnell ab und nimm dir das Bonusherz hier. Das kann ich nämlich sehr gut gebrauchen. Was ist jetzt los? Ich hoffe, da war jetzt ein Checkpoint. Weil sonst wäre das ziemlich blöd. Das hier ist der Leviathan wahrscheinlich. Und hier ist ein Wunderpunkt. Der genau da natürlich weggegangen ist, ey. War ja klar. Moment mal, schießt der diese ekelhaften Dinge aus sich raus? Dann sollte ich mich aber beschleunigst beeilen, ihn zu besiegen. Was passiert eigentlich hier, wenn ich hier zu der Seite gehe? Ist das noch blockiert? Ja, das ist vollkommen blockiert. Na gut. Oh! Der Typ, ey. Der isst uns einfach auf. Das ist natürlich uncool. So, wo ist der wunde Punkt? Oh, shit. Okay, war da ein Checkpoint? Alles andere wäre uncool. Aber ja, war natürlich einer. Schön anfängerfreundlich für solche Fail-Bobs wie mich. Aber in der zweiten Phase hatte er irgendwie auch gar keinen wunden Punkt gehabt. Das ist natürlich ein bisschen irritierend gewesen. So, hier müsste er gleich kommen. Bäm! Direkt erwischt. Voll aufs Maul gegeben. Mal gucken, ob es jetzt ebenso episch weitergeht. Erstmal muss ich gucken, wo es den wunden Punkt, aua, zu erledigen gibt. Ah, das war knapp. Wo ist denn jetzt dieses Ding? Jetzt sag doch mal einer. Ah, da ist es. Na komm. Oh nein, ich bin zu lahmarschig. Fuck it. Und jetzt ist es weg. Na super. Und da ist es wieder da. Was für ein Troll. Was für ein epischer Troll es einfach nur ist. Aber ich glaube, der Boss ist schaffbar. Sollte eigentlich kein Problem darstellen. Der erste ist ja sowieso ganz einfach. Den bekommt man ja hier sofort als Präsent überreicht. Zack. Weg ist der schon mal. Jetzt heißt es ein bisschen chillen und Pause machen. Und darauf warten, dass irgendwann mal der wunde Punkt wieder zum Vorschein kommt. Nein, oh, den gleichen Fehler wie eben. Aber warum hat er mich mit einem Schlag schon direkt terminated? Das ist ja gemein. Eigentlich sollte man einen Schlag darüber leben, wenn man ein Bonusherz hat. Wahrscheinlich ist sein Maul so brutal, dass selbst das Bonusherz da nichts mehr ausrichten kann. Na gut, ist verständlich, ist verständlich. Ich bleib mal hier oben, vielleicht ist das ein Safe Spot. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das kann ich knicken. So, jetzt aber ganz weit weg hier, nicht in der Mitte bleiben, denn das ist der gleiche Fehler, den ich bisher gemacht habe. Wo ist der wunde Punkt? Da ist er, ich will ihn schlagen. Komm. Jawohl, zwei Treffer, alter Schwede, und ich habe noch das Bonusherz. Was passiert nun? Okay.
Okay, ist das die ganze Zeit vorhanden, dieses Ding in seinem Mund? Scheinbar ja, denn jetzt war es wieder dort. Dann, komm her, mein Freund. Ach Mist. Jetzt habe ich nicht getroffen, ey. Okay. Da kommt wirklich auf Präzision an. Ja, natürlich eine fiese Sache. Aber eigentlich ist der Boss nicht schwer. Eigentlich ist er nicht schwer. Man kann das eigentlich locker schaffen. Und das möchte ich euch jetzt demonstrieren. Mit minimalen Bewegungen weichen wir diesen ekelhaften Viech aus. So, und demnächst können wir ihm auf seinen Schwachpunkt geben. Bam! Volle Wurst. Oh Mann, da hat er mich fast noch erwischt. Okay, jetzt weiß ich, was auf mich zukommt. Zack! Das war von mir verlangt. Und gibt er auf oder will er noch mehr aufs Maul? Ne, er gibt auf. Das war einfach nur ein Schrimp. Okay, wir haben alle Kleinlinge gefunden. Auch wenn ich mich nicht erinnern kann, dass ich den dritten irgendwo bekommen hätte. Aber der wird einem vielleicht einfach so geschenkt am Ende der Stage. Das war doch auch schon mal eine schöne Sache. Ich muss sagen, der Part hier, die Aufnahmesession, beginnt sehr gut. Nur noch 60 Kleinlinge und dann sind wir durch. Unglaublich, du hast diese Welt von Albträumen befreit. Du hast diese 5 Glückslose wirklich verdient. Okay, Mystical Peak ist die letzte Welt in diesem Spiel, in dem Bonus des Spiels, welches wir eigentlich schon vor 30 Parts hätten beenden können, wenn wir nicht gesagt hätten, übrigens alle Kleinlinge. Na gut, schauen wir mal, was es hiermit so auf sich hat. Kletterwetter. Schauen wir uns mal das an. 2 Totenköpfe, sollte ja eigentlich ein Kindergeburtstag sein im Vergleich zu eben. Obwohl ich muss sagen, dass es mir eben auch nicht sonderlich schwer vorkam, aber gut. Und hier gibt es natürlich wieder das volle Packung von Kleinlingen. Mal gucken, ob wir die alle ausfindig machen können. Alter, es geht hier mir ein bisschen zu flott. Ein bisschen zu flott. Ich möchte gucken, ob da oben ich was verpasst habe. So wie diesen Sack. Scheinbar ist hier nichts gewesen. Okay, danke für die Info. So, dann schauen wir mal. Da ist eine Münze, aber ist es mir die wert, da hinzugehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ist sie nicht wert. So leicht lasse ich mein Leben hier nicht aufs Spiel setzen. Ein Kleinling. Der erste. Der war gar nicht mal so leicht versteckt, muss ich sagen. Das war schon ein bisschen tricky. Alter Schwede, das ist ganz schön hübsch hier. Wir sind hier im Gletscher unterwegs scheinbar. Oh, das war nicht schlau. Ich dachte, wenn ich den Downsmash mache, dann hält er sich auch fest an der Wäscheleine. Aber dem, ja, wurde ich eines Besseren belehrt, ne? Plopp. So, die Frage ist, wo man lang muss. Das ist hier definitiv die Frage. Oh nein, da möchte ich nicht rein in den Gegner. Das wäre fast schief gegangen. Ach, da ist so ein Eisblock im Weg. Ich verstehe. Okay, und wie komme ich jetzt an dieses Ding, was mich da festhalten möchte? Einfach so. Alles klar. Alles klärchen. So. Alter, was ist das denn für einer? Okay, wir möchten erst mal hier gucken, denn da ist doch bestimmt was Verstecktes. Genau, ein Bonusraum. Wer hätte es gedacht? Wow, das ging schnell. Mit einem Schlag habe ich irgendwie 9 Gegner besiegt, kann das sein? Ich weiß nicht genau, wie ich das geschafft habe. War auf jeden Fall pure Skill. Ne? Und da haben wir schon mal hier die Königin befreit. Ich hoffe, ich habe keinen Kleinling bisher verpasst, weil das wäre echt kacke. Aber eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, wo das gewesen sein soll. Aua! Oh, dieser Bastard. Da oben ist einer. Den will ich gerne mir schnappen, um zu überprüfen, ob ich bis jetzt alle habe oder ob was fehlt. Okay, ich habe noch alle. Feine Sache. Dann geh jetzt in die Tür rein, mein Freund. Mal gucken, was in diesem Sack ist. Wahrscheinlich nur Looms, ja. Habe ich fast schon mitgerechnet. Eine Münze. Ich weiß gar nicht, warum die so ausrasten für eine Münze. Weil Münzen sind jetzt nicht so unfassbar krass. Ey, jetzt lauf nicht in die falsche Richtung, mein Freund. Okay, man muss hier Looping Louie spielen, glaube ich. In diesem Segment war gar kein Kleinlink. Habe ich es verkackt oder
War da wirklich keiner? Hoffentlich war da wirklich keiner. Wirft der hier mit Bomben oder was ist das? Alter, der hat mich fast getroffen. Aber ich habe ihm Saures gegeben. Als Heimzahlung dafür. So, bist du der Dritte? Ich hoffe mal. Ja, bist du. Sehr schön. Yippie, yippie, yahoo. Zack, und den vierten direkt mit. Der war ja easy. Also solche gerne weiter. Damit haben wir schon die Hälfte der Kleinlinge in dieser Stage beisammen. Sehr coole Wurst. Okay, gut, dass ich diesen Wallrun inzwischen ziemlich solide drauf habe. Ansonsten wäre man in dieser Stage wahrscheinlich aufgeschmissen. Und gut, dass ich auch da die Rübe überprüft habe, weil sonst wäre mir da ein Kleinling tatsächlich durch die Lappen gegangen. Durch die gleichen Lappen, die hier zur Trocknung aufgehangen sind. Von irgendwelchen Lappen wahrscheinlich. Okay, was passiert hier? Was ist das für... Okay. Fällt das jetzt wieder runter? Weil nur dann kann ich hier diesen Kleinling-Freund bekommen. Aber wie soll ich mich retten danach? Das ist natürlich auch die Frage. Ah, so macht man das. Schön mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ist das hier alles möglich? Ach, der stellt sich sogar da an das Rad und dreht dann so manuell. Das ist ja cool. Nettes Detail. So, haben wir geschafft. Dieses Segment auch bewältigt. War nicht so sonderlich schwer. Aber habe ich ja nichts gegen einzuwenden. Finde ich gut. Finde ich sogar gut. Alter, zuerst musst du sterben. Ist hier unter was? Der ewige Tod. Das ist das Einzige, was da drunter ist. Na gut, aber direkt davor war ja der Checkpoint. Von daher kein Problem. Stirb, du Arschloch. Oh, das ist jetzt... Sieht gefährlich aus. Okay, aber wir haben es geschafft. Gefahr erfolgreich bewältigt. Und den Kleinling, den hätte ich gerne mitgenommen noch. Hätte ich in meiner Sammelbox. Wo die ganzen anderen Kleinlinge auch schon drin sind. Ich habe die Prinzessin noch nicht oder den König oder was auch immer noch fehlt. Und den werde ich auch nicht mehr finden, weil das hier ist das letzte Segment. Ganz schöne Scheiße. Der ist mir entwischt. Fuck it. Aber sonst haben wir alle... Ich glaube, der wird nicht so sonderlich schwer einzusammeln sein, wenn wir im letzten Part dieses Let's Plays all die Sachen nochmal holen, die uns noch fehlen. Na gut, aber ich muss sagen, es war trotzdem ein sehr erfolgreicher Part, auch wenn die letzte Stage hier nicht zu 100% auf Anhieb geklappt hat. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei, wenn wir weiter zocken in der letzten Welt hier. Denn nicht mehr viele Kleinlinge fehlen, nur noch 50 Stück. Bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao!